Wisst, das ist ein Teig. Wieso ist das Mehl so dunkel? Ja, das weiß ich. Ist das irgendein ein Vollkorn? Ja, ja, das ist ein Vollkorn. Dinkel. Dinkel? Ja, das ist Dinkel. Bist du ein Öko-Esser? Ach, was heißt Öko? Ich habe sehr, sehr ungesund gelebt, mein Leben lang. Ja, und ich merke eigentlich, wenn ich zum Beispiel gesund lebe, geht es mir einfach besser. Aber ich will nicht sagen, ja, ich bin der Öko und sag auch. Früher wollte ich auch Leute irgendwie, weißt du, so antören und sagen, ihr müsst, also mir geht's so gut, lassen wir alle machen. Aber du achtest ein bisschen auf das, was du isst. Genau, ich achte drauf und ich gehe auch jeden Tag irgendwie 1,5 Stunden spazieren, weißt du, und ja, mache morgens auch Yoga und so. Ich war früher extrem drauf, weißt du, habe so wild gelebt und so. Das war ja auch dein Image und deswegen ja tust du dir jetzt was Gutes. Das ist deinem Körper und deinem. Natürlich Körper. Ändern, das Leben mal ändern. Ne? Ja, das geht ja immer weiter. Langweilig immer das Gleiche zu machen, nicht? Sag mal, das wird jetzt ein Teig. Ja. Du scheinst, du machst das irgendwie so ganz kompetent. Ja, 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 ja. Ne? Ich habe doch mal Bäcker gelernt. Ich weiß, ich habe das ja alles nachgeforscht. Ja. Du bist ein richtig gelernter Bäcker und Konditor, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja toll. Schnell wolltest du denn wirklich das mal als Beruf machen? Ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden. Also, du wolltest das von Anfang an? Ja, ja, ja. Und dann also erstmal Clown und so beim Zirkus. Bin ja ein paar Mal abgehauen, so im kleinen so Wanderzirkus bin ich abgehauen. So. Moment, ja, jetzt muss ich noch hier. Ne? Was ist und das? Dann, ist das Wasser? Das Wasser jetzt ein bisschen. Ja. Einfach Wasser? Kannst du mal ein bisschen reingießen? Nee. Oder? Ja, du gehst rein. Schön langsam. Langsam. So, warte. Ja. Das muss ich schön vermischen, weißt du? Die Masse, die Grundmasse, das ist nämlich sonst Gepampe. Das ist nicht gut. Komm, noch ein bisschen. So. Schön, toll. Ja, so, jetzt kriegen wir, weißt du, umso geschmeidiger, das ist das muss sich ja alles verbinden. Ne? Und wofür ist der Teig? Materialien. Am Schluss wird das ja... Naja, wird eine Rolle, das machen wir gleich als Teppich und dann legen wir die Masse rauf. Jetzt mach mal rauf, alles rein. Okay. Das heißt eigentlich eine Art Strudel, oder? Ja, genau, wie ein Strudel. Wie ein Strudel. Ne? Genau. So. Naja, um auf das Bäcker da. Ne? Ja. Und dann war ein Freund von mir und ich hatte die Schauspielschule und hatte alles arrangiert. Die Schauspielschule hier. Ne? So, jetzt nehmen wir ihn raus, weil ich knete auch unheimlich gerne. Ja. Kneten, ach, das hat mir auch in der Bäckerei so viel Spaß gemacht. Das fand ich immer prima, ja. Das will ich jetzt sehen, wie du knetest. Wo ist mein Teig? Hast du so ein Schaber? Ja, der war doch eben noch da. Irgendwo haben wir auch einen Schaber. Naja, und dann war da so ein Kumpel bei mir, mit dem ich da vorne gewohnt habe, an der Straße da bei mir. Und der war auch, wie gesagt, der flog von der Schule runter, der wollte da auch nicht mehr zur Schule gehen und so. Und ich wusste ja auch, ich wollte mal Schauspieler werden. Wie für mich war das alles da, dieses Schulgezappel, das ganze Quälerei. Da. Siehst du? Und dann hat er gesagt, Warte mal, eine Sekunde, ich tu mal was drunter, ein Tuch. Nee, das machen wir schon. Ja? Ach so, meinst du, wegen... Hier drunter, ja, das rutscht so. Lass mich mal... Oh, ist das schwer, du. Ja, so, guck mal. Versuch mal. Jetzt rutscht es wahrscheinlich mit dem Tuch. Nein, jetzt gar nichts. Ich muss in der Zwischenzeit kurz mal meinen Knoblauch abgießen. Ja. Ich erkläre, ich mache dir einen Fisch. Isst du Fisch? Ja, gerne. Ja? Und zu mal. Ich esse, ja, gut. Musst ja. Aber meistens fange ich ihn selber. Ah, bist du denn Angler? Mit Götz-George zusammen. Nee, ach Quatsch, das war jetzt mein Witz. Nein, ich mache dir einen Zander mit einer Paste aus Knoblauch und Butter und Petersilie. Aber damit wir beide nicht so nach Knoblauch stinken, ja, habe ich den Knoblauch ein paar Mal abgekocht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Mehl genommen, ja? Ja? Ja, ja, man kann das manchmal... Na, dann lass das weg hier. Den Rest, Maja. Aha, also immer so von der Seite? Immer so? Schon. Ist das so das richtige Kneten? Ja. Also ich meine, da könnte man vielleicht sogar ein bisschen Wasser da reinmachen. Ein bisschen Wasser rein? Ja, kann ich dir bringen. Mach mal ein bisschen. Das würde ich so, nicht. Naja, pass auf, da bin ich halt Bäcker geworden, ne? Ja. Und hab das gerade. Aber warum gerade Bäcker? Ey, weil der hat gesagt, du, weißt du was, da sind wir schon um 11 Uhr fertig, mittags, ja? Ja. Aber der hat irgendwie, oh, jetzt mach ich jetzt. Mach nichts. Ich habe noch genügend Wasser, genügend Gläser, wir haben alles da. Genau. Was hat er gesagt, ihr seid um 11 Uhr fertig? Da kann man schön immer in die Bahn anstellen, das war auch gerade im Sommer, als ich anfing. Aber er hat nicht gesagt, dass du schon nachts anfangen musst. Das hat er schon gesagt, aber das habe ich dann gemacht. Und ich war morgens immer so müde, ja? Weil da bin ich ja abends in die Disco und bla bla bla, was man so macht. Also wann musstet ihr anfangen? Naja, um 4, mein Freund. Und jeden Morgen, ja, der Chef irgendwie am Telefon, ich kam zu spät irgendwie, hey,
12! Und ich habe das Telefon mal so gehalten. Der hat mal reingewirkt. Du kommst zu spät. Das wusste ich ja alleine, dass ich zu spät komme. Ja, verstehst du? Bisschen Mehl noch? Bisschen Mehl. Dort. Da haben wir alles. Dein Spezialmehl. Na ja, Dinkel, da kann man eigentlich, da braucht man. Ja, das ist gesund, sagt man. Ne? Und du, sag mal, du kochst du dir selbst? Ja, ich mache mir fast jeden, wenn ich also nicht drehe, dann mache ich mir immer. Meistens alleine essen. Ach ja, für dich. Ich liebe die Trennkost, weißt du? Du, beim Rollen merkst du, da werde ich richtig. Oh, da, werd ich da, richtig da kommst heißen. Du wieder in deine oh, alten. Weißt du, das die Erinnerung an die, ja. an die Jugend. Du, da hast du ja früher, hat man dann also zwei solche Ballen gehabt. Ja, ja. Und dann musstest du hier. So den Teig so, ja. ne? Hast, also, oh, war ja. Das ist ja auch körperlich anstrengend, ja, oder? Ach, na ja, klar, da bin ich richtig stark geworden, siehst du ja. 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 So, und jetzt musst du ein bisschen ruhen. So, jetzt lassen wir den hier, legen wir den hier unter den Topf. Ja. Ne? Du hast ja einen schon vorbereitet, der genau. liegt schon unter dem Topf, ne? Genau, dann legen wir den da runter jetzt. Sollen wir den jetzt unter den Topf legen? Und dann kannst du den anderen nachher den ausbalgen. Aber warte mal. Hast du nicht ein bisschen Weizenmehl? Ach so. Doch, ja. Weizenmehl habe ich bestimmt da auch. Ist besser dann zum Arbeiten, hier. Weißt du? Hier, natürlich. Super. Aber lass mich mal in der Zwischenzeit, der muss ja jetzt erstmal ruhen. Ne? Und ich mache in der Zwischenzeit mal hier ein bisschen für dich was. Ja, ich muss ja auch mal ein bisschen ruhen. Das war ja auch. Du musst auch ruhen, genau, das war anstrengend. Ne? Also, pass auf. Ich mache dir Zanderfilet mit einem kleinen Söschen. Das ist, das nenne ich. Geschmolzene Tomaten. Ja. Denn die werden nicht richtig gekocht, nur ganz kurz, ein paar gut, Minuten. Sowieso gut fürs ganz Gemüse. Fast dieses Verbrutzeln nee. Von dem ganz kurz. Guck mal, rein. Hier habe ich ja. schon ein bisschen Schalotten genau. vorgeköchelt, das heißt so glasig werden lassen. Und da kommt jetzt zwei Rosmarinzweige rein. Das ist so eine typische Sache, wie ich sie liebe. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Jedes Kind kann das eigentlich machen. Und ich finde ja die einfachen Sachen die besten. Ich auch. Ganz komplizierte Küche. Das ist auch gar nicht gesund. Ah, nee. Das ist gar nicht gesund. Einfache nee, Sachen. Nee, ja. Und nicht so diese, also die französische Küche zum Beispiel ist gar nicht. Ist mir zu kompliziert. Mir auch. Die italienische, die ist sehr einfach. Einfach. Sehr Peng, das mag ich auch. Ja? Schon, das sind geschälte Tomaten. Die habe ich jetzt frisch genommen. Die kann man aber auch aus der Dose nehmen oder diese fertigen, die in den Packungen. Aber die sind schön. Ja, aber es muss ja schmecken. Und ein gutes Öl. Wichtig ist, je weniger Zutaten ein Gericht hat, umso wichtiger ist, dass jede Sache sehr gut ist. Genau. Wenn du etwas mit 1000 Gewürzen, das deckt es ja zu. Aber hier schmeckt es ja nur nach dem... Der Geschmack muss ja das ursprüngliche Gemüse, das muss ja noch da sein. Und nur das Öl, nur das Öl ein bisschen. So, und in der Zwischenzeit dann mache ich hier ganz simpel, guck mal, ein bisschen Salz auf den Fisch. So, ein bisschen weißer Pfeffer. Kochst du denn jeden Tag? Nicht? Nein, aber du kochst ja für Gäste und so, ne? Viel. Ja? Ich habe sehr viel Gäste, ich habe sehr, sehr viel Gäste. Aber ich fange jetzt wieder an, weil ich habe ja irgendwie auch jahrelang irgendwie nicht eine Wohnung gehabt. Das weiß ich. Du hast ja im Wohnwagen. Ja, das habe ich auch ein paar Jahre und dann im Hotel viel. Und so? Naja, nur so Kleinigkeiten. Auch mal draußen, dann hatte ich so einen kleinen Gaskocher. Eine Zeit lang hatte ich auch zwei. Oh. Weißt du? Ja, da habe ich mir. Und die haben gedacht, ich weiß aber, in der Tschechei haben wir gedreht. Da war damals dieses Tschernobyl. Und alles verseuchte. Und ich habe gesagt, nee. Und da habe ich mir in meinem Mercedes, so ein dickes Ding, da habe ich damals, da habe ich irgendwie alle Kisten, habe hinten noch ein bisschen gekocht. Und da hinten im Kofferraum? Ja, naja, ein bisschen so halb verdeckt. So, wenn Wind war, weißt du? Ja. Und am Anfang dachten sie, oh, was ist mit dem los? Und aber nachher aber dann haben sie gut, gemerkt, die haben mich beneidet dann wahrscheinlich. So, ich mache jetzt das klein. Schaut mal, das wird jetzt hier so, ich sag ja, also gar nicht richtig gekocht. So ein bisschen schmuggelt das jetzt vor sich hin. In der Zwischenzeit mache ich die Dinger. Jetzt kann ich noch einmal meine Knoblauch abgießen. Du weißt ja auch, außerdem, ich esse lieber irgendwie was mir schmeckt. Ich habe es allein gemacht. Also, oder es muss sehr gut sein, wenn ich essen gehe. Ja, ja? Na klar. Ja, ja? Deswegen, ich koche ja so einfach, damit immer noch der Reiz bleibt, ins Restaurant zu gehen und dort mal was Besonderes zu essen. Genau. Ich war gestern, ich auch. Gestern Abend genauso. War ich essen und habe ich dem Chef gesagt, ich mache euch mit meiner Kochsendung gar keine Konkurrenz, weil ich diese komplizierten Sachen nicht koche. Eigentlich kann ich den jetzt schon lassen, ja. Zanderfilet, naja, also gut. Ich meine, ab und zu esse ich auch mal Fisch, ne? Zwar selten, aber ich bin ja meist so, ja, man sagt schon Vegetarier eigentlich. Du bist fast Vegetarier? Ja, fast Vegetar. Gelegentlich ein bisschen Fisch? Ab und zu mal, aber mir geht es eigentlich besser, wenn ich nur Gemüse und so esse. Ja. Es ist natürlich auch gesünder und wie du gesagt hast, wenn man dem Körper allerhand zugemutet hat, nicht? Guck mal. Vor allem kannst du es viel schneller verdauen, auch Obst zum Beispiel. Ne? Das verdaust du. Ich esse morgens gleich erstmal, wenn ich aufstehe, zwei Äpfel.
Ja? Jeden Tag? Jeden Tag. Als anderes mache ich gar nicht mehr. Früher, was ich da reingehauen habe, diese riesen Dinger. Nee, und da bin ich, die verdaust dann morgens, der Körper muss erst mal aufwachen. Und man sagt ja auch, morgens trinken ist sowieso am besten. Ja. Dann gleich ja. so einen halben Liter Wasser, so langsam. Ja. Ein Gläschen, noch ein Gläschen, ja. Aber, schau, ja. ich hab die... Glaubt ja keiner, ne? Glaubt ja keiner. Und wenn er so lebt, denkt er, der ist verrückt. Oder? Wir spielen ja schon wieder früher so. Aber so ist das, ne? Du bist eben konsequent ungesund oder konsequent gesund. Exakt. Schau, ich habe den Knoblauch in der Schale gekocht. Mensch, ich hab gar nicht richtig aufgepasst. Doch, ja, wird er raus. So. Jetzt ist er ganz weich, siehst du das? Ja. Guck mal. Man muss eigentlich auch beim Knoblauch dieses Innending, also muss man rausmachen, ja, also sonst ist es nämlich giftig. Schau, das ist die Schale, bleibt außen vor und das Innere... Kochst du gerne, sag mal. Ja, wahnsinnig gerne. Ich auch, du. Ich schneide auch gerne so Gemüse. Oder ja, Gemüse. Ist doch schön. Ich schneide unheimlich, mir macht das auch Spaß. Ne? Ja, das ist doch herrlich. So eine, das ist auch Meditation. Schau, man denkt an nichts, man muss nur daran du. Denken, sonst schneidet man sich. So wie es lenkt an was von anderes allen denkt, Problemen ab. Es lenkt von allen Problemen ab. Hast weil du so viele? Nein, ich meine, wenn ich welche hätte. Weiß ich doch. Ne? Ich koche auch ohne Probleme. Guck mal. Sekunde, ich muss meine... Jetzt aber, du. So. Mein Otto... Naja, hat noch Zeit, ne? Super. Mach ich schön klein. So. Und jetzt, pass auf. Jetzt nehme ich hier die Knoblauchzehen. Also die sind jetzt viermal gekocht. Das heißt, immer das Wasser abgegossen, wieder frisches Wasser. Ja. Wieder 5 Minuten gekocht oder 3, wieder abgegossen, damit die nicht diese penetranten... Ach, das geht dann weg. Das geht dann aber weg. Ist denn da aber auch noch die Power des Knoblauchs drin? Ja, das kannst du ja bestimmen. Wenn du es gerne mit mehr Knoblauch willst, dann kochst du es nur einmal. Ja, nee, ich meine, also ja, genau. Verstehst genau. du, jeder bestimmt selbst, wie viel Knoblauch er noch haben will, sozusagen. Ach so, dann machst du jetzt so eine richtige, einfach eine richtige Masse. Ja. Oh, aber fett. Naja, mein Gott. Na gut, davon kriegst du nachher nur ein bisschen. Ne? Du ist ja nicht, du musst ja nicht das Ganze. Du bist ja so schlank wie eine Gerte. Ja. Eine Grete. Grete. Siehst du, jetzt hätte ich eigentlich den Knoblauch abkühlen lassen müssen. Ja. Damit die Butter ganz bleibt. Jetzt ist das ein bisschen matschig. Ja, ja. So soll es eigentlich nicht sein. Wir haben ja Hunger, sein. Wir wollen ja jetzt schnell essen. Ja. Ne? Deshalb, ne? Naja, nee, ich wollte nur zeigen, dass mit dem Abgießen vom Knoblauch eigentlich, müsste der Knoblauch kalt sein. Und dann mit der Butter, so im Grunde, sind die, glaube ich, jetzt schon durch. Ja, durch müssen sie sein, sonst hast du ja, nee, ist klar. Ja. Aber mein Strudel, du, oh, der schmeckt auch. Der wird. Da freue ich mich auch schon. Ach. Freue ich mich auch. Ich koche ja auch nicht so viel, weißt du? Ich mache das ja eigentlich jetzt, wo ich eine Wohnung habe. Du bist ja. Wo alles drin ist und so. Ich meine, ja, seit 5 Jahren erstmal eine Wohnung wieder. Davor war ja noch wegen Bonbon. Ja, und dann habe ich auch langsam so dieses Küchengerät, das Material. Sorry, musstest du ja erstmal kaufen. Alles mal da und so. Ne? Aber das langsam so. Bisschen Cayenne. Und vor allen Dingen backen. Ne? Tust du auch? Oh, das naja, ja, was heißt, tust du auch so eine das dumme geht ja Frage? Auch schnell. Guck mal, so ein Nein, Mürbeteig. Jemand, der das gelernt hat, nee, ist schon na ja, klar. Ab und zu mal. Ne? Mürbeteig, das ist ja, guck mal, ein Teil Zucker, 2 Teile Fett, dann andere 3 Mehl, 2 Teile Mehl, ja, peng. Und ein bisschen Salz. So. So. Hast du Hunger jetzt? Ja. Gut. Ich habe Appetit. Ja, ist doch wunderbar. Aus. Es ist heiß. Naja. Weißt du warum? Weil so viel Öl ist. Das Öl wird so heiß. Ja, das ist es eben auch. Dieses viele Öl, immer diesen Hunger. Also ich bin da ja ganz. Machst nicht mit zu viel Öl? Nee, nicht so fett, du. Also danach geht's. Aber das Olivenöl ist so leicht. Ich bin echt kein Gesundheitsapostel, aber ich merke das irgendwie nur, wenn ich so fett esse und so. Und auch Kuchen mache ich auch so gerne. Ich bin so ein Kuchen. Ja, Kuchen ist natürlich. Oh, furchtbar, du. Also irgendwo Konditorei. So, da kommt ja. Aber guter Kuchen, nicht so ein Gemanscher auch, ja? Ja, ja, klar. Einfach am besten. Ne? Da kommt jetzt
Aber es sieht ja sehr gut aus. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann mit meinem Strudel. Na hör mal, dein Strudel, das weiß ich jetzt schon. Guck mal den Ofen, ob der andere gut ist, den du schon reingetan hast. Ha! Wow! Ja? Wow, 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 wow. Ich sag noch nichts. Gut. Du, jetzt bist du wieder hoffnungsvoller, dass du konkurrieren kannst. Nee, ich weiß, als ich das Ding erstmal ausprobiert habe, dachte ich auch, oh, warte, hoffe ich hält die Masse, das wird nicht so ein Flutsch. Ah, das wird schon doll, da bin ich sicher. Ich muss nur meine Hände ja, die, weißt du, das bindet ja irgendwie im Spinat. Sonst würde das so ein Brei, geht das auseinander, das ist ganz wichtig, dass das reinkommt. So. Ja, ja. So, jetzt probieren wir das. Gabel, bitte. Bitte. Oh, schön. Komm mir vor wie im Süden. Ja, ein bisschen. Ist ein bisschen italienisch südlich. Willst du gleich singen? Hast du eigentlich auch mal Platten gesungen? Nein, ich habe mal eigentlich, ich meine, ich habe versucht, ich habe auch so Texte geschrieben und dann habe ich auch eine Weile so mal gemacht mit mehreren Firmen und die haben mir immer gesagt, ja, da ist das nicht oder das und das. Und zum Schluss haben sie gesagt, ja, eigentlich toll, aber die Zielgruppe, wir wissen nicht, sage jetzt leck mich. Und dann habe ich es jetzt mal gelassen. Und, aber es liegt alles im Dings und ich habe ja ab und zu mal so, ich mache das aber trotzdem noch. Bestimmt noch. Ne? Ja, aber ich will ja keinen Schlager da schnell machen oder sowas. So, jetzt musst du weitermachen. Ja, ja, Mensch, also gut, gut. Ich glaube, jetzt kommst du. Ja. Na ja, aber noch nicht fertig. Na ja, der ist noch nicht ganz. Ich meine, ein bisschen muss ich. Na, lass ihn noch. Mach mal, mach mal. Nur mal zum Gucken. Toll. Ja? Sag mal, das ist ja jetzt der Teig, der schon geruht hat. Das ist der Teig, der jetzt geruht hat. Und jetzt machst du den, irgendwie musst du den ja platt kriegen. Den mache ich jetzt flach. Wie machst du den flach? Na ja, nun pass mal gut auf, mein Freund. Das möchte ich jetzt gerne sehen. Was möchtest du sehen? Wie du das jetzt machst. Das kann man auch gleich, wenn man sich nicht traut, das kann man auch gleich auf dem Tuch machen, damit es nicht irgendwie, dann denkt man, vielleicht kriegt man den nicht rauf oder so. Aber machst du das mit so einem Rollbrett? Ja, das kann man mit dem Roll machen, aber siehst du, ich mache das jetzt hier so, ne? Du machst es nicht ja, mit weil dem Roll. Ich liebe also diesen Teig auch so zu bearbeiten. Das ist ja, was mir Spaß macht. Also am meisten, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mehr noch als das Essen, ja? Siehst du? Naja, aber so, als du früher da so dein Wohnwagen hattest und so, da konntest du ja nicht backen. Nee, das muss doch jetzt einfach Vergnügen sein, dass du einen Herd, einen Backofen hast und backen kannst. Ja, klar, aber natürlich, das ist ja auch super. Ich meine, ich überlege jetzt auch, wo ich jetzt ein bisschen sesshaft werde, sozusagen, bis zur Ruhe. Wie? Jetzt überlege ich, ob ich mir vielleicht ein Haus hole irgendwo und dann da irgendwie, also so eine kleine, Bäckerei. Eine Bäckerei? Auf dem auf dem Land, so ein, also hinterm Haus, so ein kleines Stübel, ja, wo alles reinkommt, so ein Garschraub, wo da also richtig. Das ist toll. Wunderbar. Bist du ein ordentlicher Koch und Bäcker? So, also, da siehst du doch, wie ordentlich ich bin. Alles gleich. Ja, alles weil ich gar nicht. Bei mir sieht es immer schrecklich aus. Das kann ich nie haben. Also bei mir muss das immer irgendwie alles ein bisschen. Also Sie denken ja mal, ich bin so ein Chaot, bin ich gar nicht. Nein. Ich habe halt noch manche. Ich habe ein ungebügeltes Hemd, aber das habe ich extra an. Weil ich hasse weiße Hemden, die gebügelt sind. Gott sei Dank, dass ich weißes Hemd anhabe. Gebügelt ist meins. Aber ja, ist und vor allen Dingen hier als Koch jetzt. Das ist ja wunderbar. Ja, ne? Du siehst schon ein bisschen wie ein Koch aus. Nee, das ist es ja auch. Ne? Also ich steige ja auch mal rein. Ne? Das Ding. Was ich mache, das versuche ich gut zu machen für mich. Erstmal für mich, verstehst du nicht für die anderen. Ja. Ne? Das darf jetzt so, muss nicht dünner sein. Nee, das ist okay jetzt. Das können wir jetzt eigentlich so, weißt du, ich kann es auch mal ein bisschen jetzt hier nochmal so. Aha. Ah ja, ah ja. Oh. Man soll ihn eigentlich lieber, weißt du, so machen, wenn man ihn bewegt und dann, verstehst du, nicht so dieses dann zerreißt er nämlich, weißt du? Ja, also ich bin völlig fasziniert, weil ich so gut wie nie backe. Ah, ich bin ein reiner Koch, ein Koch und deswegen bin ich immer begeistert, wenn ich sehe, wie ein anderer das kann. Siehst du, so, ne? Na, da kommt ja jetzt was rein, du hast ja schon ein bisschen was vorbereitet. So, jetzt brauche ich, wo ist meine Butter? Hier. Ah, da, super. Mein Pinsel, also ich meine, ne? Ja. Wo ist der? Wir haben ja immer viele Pinsel hier irgendwo. Hier, hier. Sowas? Ha. Hast du schon. Super. So, den pinsel ich jetzt ein mit Butterlein. Ne? Und dann muss man versuchen, also, dass das auch schön gleichmäßig im Blatt ist. Ne? Die gleiche Stärke hat. Aber das ist also, kann man ja auch machen, je dünner. Der eine will mehr Teig, der andere weniger. Ja, ja, ja? Klar. Aber das hält trotzdem. Ne? Brauchst du noch Mehl? Nein. Na, vielleicht am Schluss. Doch, das lass mal bitte noch stehen. So. So, wunderbar.
So. Gut. Moment. Ne? Also komm, ich habe dich ja auch gelassen. Ne? Ja. Ich muss dich jetzt etwas. Okay, alles Tempo. Klar. Die Masse bitte. Die Masse. Was hast du? Das haben wir also in der Diese Menge ist jetzt das dieses, wird so viel. Und warum hast du das und so schon hergestellt? Und dann macht man erst die Zwiebeln und dann in Öl, ja, weil der Rest des Wasser, das kann man abgießen. Der letzte, den Sud da, ja, der ist weg, ne? Sonst wird das zu pampig und dann geht das irgendwie. Ja, aber ich mach das. Dann geht das nämlich so auseinander, ne? Und das ist Zwiebel? Das ist glasig? Erstmal Öl anbraten, die Zwiebeln schneiden, ne? Und in Öl anbraten. Und dann den Spinat. Moment. Ich hätte ja beinahe was fast vergessen. Da kommen noch Sachen rein, oder? Jetzt geht's ja erstmal los, ja? Das ist nämlich ganz wichtig, ja? Diese kleine Füllung. Ja? Was ist das? Komm das hier. Das ist, ja, ich komm mal darüber. Hier läutet jetzt etwas. Ja, dann kannst du das rausholen, dann ist er wahrscheinlich fertig. Guck mal rein. Ja, super. Ich möchte das aber nicht verantworten. Soll ich machen? Nein, ich nehme es schon raus. Nur du musst verantworten, ob es richtig ist. Ja, der ist schon. Ich meine, der könnte vielleicht noch ein bisschen bleiben. Aber... Sollen wir noch 3 Minuten? Ja. Nee, ist okay eigentlich. Ist okay? Lass noch einen Moment. So offen, ja? Oder zu? Nee, lass ihn ruhig zu. Zu. Aber dann stelle ich die Uhr auf 3 Minuten, sonst vergessen wir. So. Also, was hast du jetzt? Ich muss alles wissen. Eigelb und hier ein bisschen Hüttengehe. Ja. Ja? Ja. 2 Eigelb, ja, hier 200 Gramm Käse oder so, ja. Dann kommen noch hier, machst du ein bisschen Kräuter, kommen noch da rein, ja. 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 Das kann man auch nachher zumachen, aber ich mache das jetzt alles hier rein. Ich mache das gerne die Masse vorher. Was hast du da für Kräuter? Das sind Kräuter, das sind Petersilie. Bisschen. Ja. Es riecht nach... Liebstöckele auch ein bisschen. Ja. Das kann man so machen, wie man möchte. Also was man gar nicht. Ja, was man so hat, das kann man auch. Hängt doch von der Jahreszeit. Ich mag das gar nicht so sehr. Also ich mache das, also ich persönlich, ja, ne? Ich esse das gar nicht mehr so mit so viel Kräutern. Ah, ja. Wenig, ja. Aber für mich machst du ein bisschen Kräuter. Für dich mache ich das. Ja, aber so, was ist das jetzt? Das ist Schrot. Pass auf, das machen wir jetzt hier rein mit der Masse. Oder willst du das leicht? Da, nein, wunderbar. Okay. Leicht hier rein und dann. Ja. Nicht so viel zermanschen, weißt ja. du? Ah ja. Ja? So. Und mit dem Schrot noch dazu, damit das bindet. Das hast du vorhin gesagt, das bindet. Sonst platzt jetzt, ja, das auseinander. Das ist ganz wichtig. Toll, ne? toll. Sonst hast du da so einen, ja, so einen breiten Matsch. Ne? Ja, das wollen wir ja nicht. Matsch wollen wir nicht. Ich hab schon wieder dreckig. Ich bin heute nur am Händewaschen. So, das müssen wir ein bisschen unter. Und Spinat auch ganz kurz, nicht so lange da irgendwie rumbrutzeln, sondern. Den hast du, sozusagen mit heißem Wasser. Genau. Blanchiert. Genau. Und dann in diese Zwiebeln getan. Vorher mit Öl, ja, ne, angedünstet. Öl. Ja. Zwiebeln, Öl, Spinat. Ein bisschen Öl. Sag mal, dieses Schrot, was heißt so, Schrot? Pass auf. Darf ich dich nur schnell fragen, was du da reingetan hast? Schrot. Was ist das? Das ist einfach. Ist das von welchem Buchweizen, Getreide, glaube ich. Buchweizen, ja, oder sowas. Ja, Vollkornschrot. Vollkornschrot. Das kauft man so im Reformhaus. Ja. Vollkornschrot. Ja. Gut. Pass auf, und jetzt tut man das hier auf ein Tuch. Ja. Ja. Guck mal, das Tuch. Meinst du das? Ja. Aha. So mutig, dass du das so... Ja. So faltest, da hätte ich Angst. Ach naja, ich habe auch Angst, aber ich zeige sie nicht. Verstehst du? Okay. So geht das. Toll. Schwupp. Naja, gut, okay, ne? Gut, ja. Ne? Man kann es auch irgendwie hier drauf schon machen, aber siehst du, mir macht das auch Spaß, dieses Risiko. Ja, ich merke schon auch, dass dieses Hantieren mit dem Teig, macht dir Spaß. So, wie ist er? Jetzt tragen wir das hier auf, diese Masse. Ja. Ah ja. Das kann man am besten von innen, ja. Gar nicht so. So. Ich habe mir das viel komplizierter vorgestellt. Ja, das ist es ja immer. Ne? Also das sieht ja auch immer dann so aus, auch diese Schneckenrouladen. Denkt man, wie machen die das bloß? Ja? Ja. So, ich mache das, die Hände sind ja sowieso. Ja. Ne? Ich mache das also immer mit der Hand. Ne? Muss ja auch. Ach, richtig. Und das kann auch nur ein bisschen, wenn das hier mal ein bisschen krummlich oder ist. Man will ja da keinen Preis mitgewinnen. Verstehst du? Das soll ja schmecken. Und soll auch. Und wenn es ein bisschen da ein bisschen kantig ist, das mögen wir ja auch. Verstehst du? Dieses Glatte ist ja auch nicht. Ne? Sag mal, soll ich den jetzt vielleicht lieber schon rausnehmen? Den kannst du jetzt rausnehmen. Ah, siehst du, das habe ich in der Bäckerei auch öfter vergessen. Ja. Und dann hieß es gleich sofort Kommando. Tür auf, Tuch und dann den Mülleimer. Bevor es der Chef merkt. Das siehst du, weil die ganze Bude hat gestunken, ja?
So. Ach, das war eine tolle Zeit in der Bäckerei, ja? Ah, das glaube ich. Ach, herrlich, du. Da wollen wir den Chef, da haben wir ein bisschen so rumgeschmissen, haben Teig immer an die Decke und dann wird der, in der Hitze, dann hängt der so einen Meter runter, weißt du? Dann stand der Chef mal, der Teig war über ihm, so kurz vorher, weißt du? Ah, herrlich, du. Okay. So, jetzt. Und jetzt räumen wir das, ja? Aufstehen. Ach so. Ja, so kann man jetzt so. Jetzt rollst du das mit dem. Oh, das ist ja doll. Yeah. Rollover. 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 Ah. Jetzt ist es natürlich klug, wenn man das schön so macht, dass es am Rand ist. Ja, aber das ist wirklich nicht. Weil die Seite muss immer nach unten sein. Ja. Ja. Okay. Ja. Jetzt aufs Blech. Ja. Komm her. Das Blech ist gebuttert. So. Toll. Ja, ja. Pass auf, den drehen wir jetzt noch um. Super, super. Ah, Vorsicht! So, naja, okay. Siehst du? Das ist also. Das ist ja hier ein bisschen. Ja, das macht er mal nichts. Guck mal, wenn der zum Beispiel aufreißt, dann kann man hier ein bisschen. Nimmt man ein bisschen Teig. Und pflegt den ein bisschen, weißt du? Verstehst du? Hier, ja. verstehst du? Ja? Wunderbar. Ein bisschen flicky. So, ja, jetzt und alles müssen wunderbar. Wir aber probieren. Jetzt das, guck mal, wenn wir den rausholen, nachher, das merkst du gar nicht. Ja? Jetzt müssen wir aber probieren. Höchstens die Oma oder sagt, ja, mein Gott, was hätte ja ein bisschen runder sein können. Ja? Ach, guck, mal, da ist er. Ist doch schön. Ich muss den hier drauf tun. Wie kriege ich den jetzt hier drauf? Mit dem Schieber? Hier. Sowas, ne? Ja, sowas ist gut. Perfekt. Den müssen wir erstmal lockern. Heiß. Warte, ich mach das. Langsam. Da hätte man vorher ein bisschen Mehl runter machen müssen. Ja. Das haben wir vergessen. Ja, also am besten vorher ein bisschen Mehl. Ja. Okay. Jupp. So, und jetzt nehme ich das scharfe Messer. Den kannst du jetzt ins Rohr tun. Den tue ich ins Rohr. Hier. So. Und du siehst, das macht auch nichts, wenn es ein bisschen 190. hier so ein bisschen porös ist. Weißt du, das schließt schon. Siehst du ja hier auch, das hält der Teig, ne? Oh, schön. Halten wir noch ein bisschen auf die Mitte. Oh, ist der heiß. Herrlich. Ja, ey. Toll. Naja, den lässt man natürlich schön abkühlen, ein bisschen. Ja, normalerweise. Bisschen abkühlen, ne? Guck mal, nimm mal. Super. Sieht aber sehr gut aus. Ja, mal gucken. Ach, sieht das toll aus. Mensch, macht Spaß. Ich komm öfter, ne? Komm öfter. Hä? Hier. Ja? Ich probiere das mal. Ja, den lassen wir nicht stehen, ne? Ich muss ja jetzt mal probieren. Herrlich. Mmh. Auch knusprig schön der Teig. Sehr. Sehr gut, ja. Kann man nicht meckern. Lecker. Mmh. Super. Mmh. Bisschen noch heiß. Mmh. Sehr gut.